ich sehr, sehr stark gemerkt habe, ist, und jetzt will ich ein bisschen ernst werden, ja? Das ist ein Ratschlag für mich, weil wir haben es hier gerade mit vielen jungen Leuten zu tun, ja? Dass man in seiner Beziehung, ja, nicht irgendeinen Druck von außen reintragen lässt, ja? Es gibt so viele Paare, die sich von außen, von irgendwelchen Vorstellungen, von doofen Gelaber, von Freundinnen oder Freunden oder irgendwelchen Filmen oder Drecksfilmen oder irgendeinem Schrott, sich irgendeinen Druck in die Ehe reinreden lassen. Leute, wenn ihr heiratet, das ist kein One-Night-Stand. Das ist kein One-Night-Stand. Du musst nicht irgendjemand was beweisen. Das ist kein Pornofilm. Ja, ich sage das ganz klar, weil die Ehen sind heutzutage sowas von belastet von diesem ganzen Dreck. Es ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft, was das für einen Einfluss hat. Ich meine, wo ich in dem Alter von den meisten war, die jetzt hier sind, ja, in unserem Alter, da gab es Hefte, wo alle mögliche Schrott geschrieben wurde. Ja, da hast du gedacht, wenn du auf der Reise im Flugzeug nicht von der Stewardess auf der Toilette vergewaltigt wirst, dass du unnormal bist. Ja, aber heutzutage, es ist noch schlimmer geworden. Ja, es ist noch schlimmer geworden in Bild und Ton. Leute, ich sage euch eins, macht diesen ganzen Schrott zu. Macht diesen ganzen Schrott zu. Eine Ehe ist mehr als das. Ja? Hier heiratest du eine Frau oder einen Mann, der dich geheiratet hat. Nicht der dich abgeschleppt hat, ja, der deine Nummer rausbekommt oder was weiß ich. Hier, wo man sich irgendeinen Druck reinreden muss, Leute, da ist doch keine Beziehung mehr. Das ist wirklich katastrophal. Und ich sage das, weil ich diesen Schwachsinn, weil ich diesen ganzen Schwachsinn die ganze Zeit erlebe.